So, hallo, ich bin der Manuel Schad von SOD Sports, heute Technik. Da haben wir einen wunderbar gepflegten Motor. Ich glaube, jetzt schmeckt es sogar nach Eisen, wenn ich neben dem Motor so bin. Oder habe ich Nasenbluten? Nee. Dann ist es der Motor. Der ist mehrfach vergewaltigt worden. Die Kriminalpolizei hat damit richtig was zu tun. Also, so ein bisschen Porn hat der Johannes ja schon gemacht. Also das ist einer der ersten Motoren, an denen ich nicht einmal die Schrauben da unten aufkriege, ohne dass ich da mit schwerem Werkzeug ran muss. Man muss dazu sagen, heute ist Sonntag und der Rest der Crew, die sind gerade in der Kirche oder auch schon beim Frühshoppen. Deswegen ist es so leise. Keiner singt heute. Ihr könnt in die Kommentare schreiben, wenn der Motor hören könnte. Warum grinst denn der Typ da hinter der Kamera? Ich grinse nicht. Ist das ein Weinen? Innerlich, ja. Die ist sogar krumm. Alter. Ich schieb's jetzt mal einfach da drauf, weil da kein gescheiter Motorschutz drunter ist. Herrlich. Das ist die Kiste für das, was wir wieder benutzen. Nicht mehr benutzen. Und das ist die für das, was wir wieder benutzen. Sind wir mal gespannt, wie es weitergeht. Okay. Kaffeesatz lesen, das ist so ähnlich. Der Motor ist gelaufen bis davor, das Motorrad war nicht kaputt, gar nichts. Richtig? Richtig? Richtig. Es war lediglich 3 Monate sicher untergestellt bei mir in der Halle. Was wir da drin sehen, sind Wasserreste auf jeden Fall. Dann hier. Mach das jetzt unscharf. Du bist zu schnell. Jetzt, ja. Ich gehe mal davon aus, dass das ein Stück Dichtung ist, die irgendwo entglitten ist. Schnips. Dann haben wir ganz kleine Teilchen, die auch metallisch sind und einen riesen Sumpf hier. Irre, ne? Also von gepflegt würde ich da jetzt nicht reden wollen. Das fehlt ja irgendwo, ne? Ich sag, das sind von den Stößeln, die... Das fehlt irgendwo, das, was da drin ist. So, jetzt wenn ich mir Mühe gegeben hätte, hätte ich gesagt können, ob der Motor noch ein langes Leben hat. Da tun sie eine Karten, legen sie doch da immer, ne? Ja. Die Kugel, wo ist denn der Kugel? Muss man auf die Kugel schauen? Die Glaskugel. Und mal sagen, wie lange der Motor noch laufen wird. Ja. Das ist direkt zur Entsorgung. Dürfen wir nicht filmen. So, dann tun wir mal einen Ölfilter raus. Das ist auch mal sehr interessant. So. Der sieht gut aus. Das ist zusammengeklappt. Das haben wir bei den günstigen Filtern oft, dass die so zusammengezogen ist. In der Mitte? Ja. Aber das passiert beim Male nicht, ne? Ist halt ein Qualitätsprodukt aus Österreich, ne? Jetzt demontieren wir die elektrische Anlage. Ich finde es halt immer gut, wenn wir den Motor nicht zerlegt gebracht kriegen, sondern selbst zerlegen können. Nicht, weil mir das so viel Spaß macht, sondern weil man einfach viel mehr vom Motor sieht. Was will ich eigentlich vom Motor sehen? Voller Geschmack. Oder? Das ist eigentlich dumm. Eigentlich ist es dumm. Ja. Besser ihr lasst euren Motor daheim. Nee, wir sehen einfach, was ist da schon kaputt. Was können wir gleich nachbestellen? Wo sind die kritischen Stellen? Da ist sogar der Kohlenbürstenhalter ausgebrochen. Und manche Motoren, die muss man nicht zerlegen, die sind einfach Kernschrott. Ich habe hinter der Tränen Kamera gesehen, hinter der Kamera Tränen. Also den brauchen wir auf jeden Fall neu. Was ist da für ein Schaden? Das ist abgebrochen vorne.
sieht man, dass das ein alter Block ist. Da sind die noch nicht gelagert. Was aber auch kein Problem ist, ne? Hat auch funktioniert. Halten die Diodenplatten in der Regel nicht so lang, aber so richtige lange Lebensdauer haben die eh nicht. Wenn man das mal so sagt. Ne? Der Deckel, die Feder und zusammen sitzt es da drin. Also für die YouTube-Schauer, der einen Kommentar geschrieben hat mit der Steuerkette, mit den Ventilen, es waren nicht die Ventile, es ist die Steuerkette gewesen. Und deswegen ist der Johannes auch nie hinterhergekommen, weil er hat quasi einen Leistungsverlust gehabt. Also ich habe ja gedacht, der weiß nicht, wo das Gas ist und so, ne? Weil er immer so langsam war. Stimmt auch gar nicht. Und was noch komisch ist, wenn du da oben reingehst, also dass das Lager so weit weg sitzt, ne? Ich glaube nicht, dass ich das jetzt geschafft habe, das Lager so weit abzuziehen. Siehst du das, den Spalt? Gehen wir mit dem Schlüssel da rein, mit einem Schraubenzieher. Da sieht man auch, wie groß der Spalt ist. Andere Seite? Ja, so ist gut. Ja. Und das ist fest, das Lager, ne? Also ich habe das jetzt nicht abgezogen, ne? Da sieht man, wenn ich den Hebel benutze, da geht nichts, ne? Mhm. So schaut der Motor gerade. Ja. Alter. Okay. Wenn ihr die ganze Zeit gehört. Wirst du das Geräusch vermissen? Ach so, wir ändern das jetzt. Ich dachte, wir lassen das jetzt. Dann habe ich immer gemerkt, dass der Motor noch an ist. Klack, 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 stimmt. Klack, 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 klack. Dann drückst du jetzt immer auf den Anlass, dann müssen wir so einen Hebel drüber haben beim Starten, so einen Schutz. Wie wenn sie die Raketen abstoßen, wo sie dann so einen roten Knopf. Klack, 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 klack. Warum hast du so einen Kumpel neben? Weil ich sonst während der Fahrt wie der GS-Kutscher immer einen Starter drück. Macht er das? Ja, nach Russland hat er das gemacht, aber der Anlasser kaputt. Ei. Er wollte es probieren, ob die Maschine auch an ist. Ist der Starter nie durchgeflogen. Aber ich habe gehört, so eine BMW kann man auch gut anziehen. Wir haben in St. Petersburg. Auch auf so einer Crossstrecke oder so. In St. Petersburg haben wir den gewechselt. Warum mache ich jetzt nicht da weiter? Weil du kein Konzept hast. Oder? Ich glaube, ich habe was im Auge. Oder? Weil das Ding nicht. Wie da oben drin einschaut. Nee, das ist doch die Steuerkette. Und da ist der Druck drauf. Ach so, und deswegen kommen jetzt die Köpfe runter, dass der Druck weg ist. Genau, das funktioniert das doch nicht, ne? Ach ja. Du machst das öfters, oder? Eigentlich nicht. Man könnte fast meinen, du weißt, was du da machst. Keine Ahnung. Nur mit 6 kenne ich mich aus. Da träume ich öfters von. Das sind meine Favorite-Deckel, weil die sind echt schwer und dick. Aber schwer ist doch nicht gut eigentlich, oder? Ja, wenn du da drauf fällst, ist es immer gut, wenn irgendwas da ist, was nachgeben kann. Guck mal. Guck mal die eine Seite runter. Okay, also wer sowas sieht, da muss man dann schauen. Das da ist kein Schmutz von vorne, sondern das ist Schmutz von vorne, der angekräftet ist an einem undichten, das sieht man, an der undichten Kopfdichtung. Also die hat er permanent in diesem Bereich so nicht nur gesaut, sondern rausgedrückt. Hört man meistens und hat massiven Leistungsverlust sowas. Und das Allerschlimmste ist, dass es zum Motorschaden führen kann. Sowas da kann auch in die Hose gehen. Du hast auch gesehen, siehst du auch, wie der gearbeitet hat. Er hat sich immer gedreht hier, ne? Mhm. Deswegen ist es blank.
Ja, ist jetzt. Ne, das ist eine Stahlbüchse. Das sieht man da. Das ist quasi so ein Graugusszylinder, ne? Mhm. Von irgendwas richtig Alten. Ist aber nicht schlecht, ne? Also. Alter, was hast du da für Müll gezaubert? Nur, ne? Ja, echt. Aber es hat funktioniert noch, ne? Ist eigentlich erstaunlich. Ja, das ist immer das Herzste, dass der Scheiß immer noch fährt. Wollen wir das in die Tonne zu dem Wegschmeißen, oder? Die gehen noch. Willst du die als Kette? Die kann man auch umhängen. Die haben da so einen Schlitz extra. Wie so ein Heizhahn. Ey, wir haben einen, der ist fast ganz. Sag mal. Der hat nur so eine kleine Macke. Wo denn? Wo denn? Ja. Ey, stimmt. Meinst du, die Steuerkette ist noch gut? Ich glaub schon. Ich hab, naja, Jungs. Die Dalle. Okay, die Kurbelwelle haben wir jetzt draußen. Den Anlasser mache ich morgen raus, weil ich brauche ja da noch was zu tun. Wie wir den Motorblock dann entzweigen und die Teile, das zeige ich mal im nächsten Teil. Ich muss jetzt heim, es gibt Mittagessen. Ich danke euch fürs Zuschauen, macht die Glocke an. Bis bald, euer Manuel.